Ein halbes Jahr ist vorbei. Sie ist immer noch da, die MS. Und jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Die Krankheitsakzeptanz ist deutlich vorangeschritten. Und ich kann auf jeden Fall sagen, also es ist nicht so easy, mit so einer Diagnosestellung zurechtkommen. Das ist das eine. Das kann man doch relativ schnell so verinnerlichen. Aber viel anstrengender ist tatsächlich dann diese Auswirkungen, die man an sich selber spürt, wenn man auf einmal so eine Hand nicht mehr so bewegen kann. Man möchte sich steuern und man lässt dann irgendwas fallen, was man früher mit Sicherheit nie fallen hat lassen. Und mit solchen Schwächen umgehen zu lernen, das ist tatsächlich viel, viel, viel schwieriger, als ich mir sowas jemals hätte vorstellen können. Man muss sein Leben umstellen. Das habe ich jetzt auch bitter erfahren müssen, weil wenn man so weiterlebt, wie man das bisher getan hat, dann kommen halt die Symptome, die sich bisher dann eben auch gezeigt haben, leider immer wieder. Und das Schöne ist, dass momentan ich das Gefühl habe, dass man doch mit einer Lebensumstellung die Symptome ein bisschen besser in den Griff kriegen kann. Zumindest hoffe ich das jetzt mal, weil also ich war jetzt wirklich gebeutelt. Ich habe jetzt nochmal seit Dezember 2 Schübe gehabt. War nochmal eine Cortisonbehandlung und nochmal ein MRT bekommen. Aber momentan sieht es so aus, dass ich immunmodulatorisch stabil eingestellt bin. Und das sind positive Nachrichten. Und auf das Positive konzentriere ich mich jetzt. Und mein Leben habe ich momentan so umgestellt, dass ich natürlich mehr Sport mache. Das werde ich jetzt mal mit Dingen verbinden, die ich sonst auch immer gerne gemacht habe. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen ins Fitnessstudio gehen, aber das gleich anschließend mit Wellness verbinden, mich erholen und entspannen. Und dann denke ich mal, dass ich im Laufe der nächsten Tage noch ein paar neue Folgen von MS und jetzt produzieren kann. Und dann kann ich vielleicht so ein bisschen erzählen, welche Schwierigkeiten sich ergeben haben und was für Symptome sich gezeigt hat und wie man vielleicht da, wie ich gelernt habe, damit ein bisschen besser umgehen zu können. Okay, jetzt also Sonne genießen und bis die Tage. Tschüss.